Spartans! What is your profession? Also, ich bin Fachinformatiker. Ah, Gott. Decke. Ein Augenblick. Man muss einfach in Decke zocken. Oh! So, hallo. Ah. Endlich wieder aufnehmen. Hab ich Spocke, ihr geilen Spocke. Ach, die Minen. Dort gibt es die glänzenden Steine. Das muss die Lagune mit den Perlen sein. Ja, machen wir ein bisschen Nebenquests oder machen wir Hauptquests weiter? Ich bin guter Dinge. Auch wenn die letzten Folgen irgendwie so naja waren. Weil Dinge passierten, die ich nicht okay fand. Worüber wir nicht mehr reden werden. Oh, wieso? Die Lagune, von der das Mädchen sprach. Ich weiß gerade nicht, wie ich den unbedingt töten soll. Ich weiß nicht, wie ich ihn unbedingt töte, aber er stirbt. Habe ich ihn getroffen? Erstmal Luft schnappen. Oh Gott, meine Stimme ist jetzt halb weg. Komm hier noch tiefer. Klar, klar finde ich an dem Boden so einer Lagune, so einer Grotte, Ziegenkäse. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich hätte wirklich alles finden können, aber warum Ziegenkäse? Das sind genug Perlen. Könnt ihr mir das bitte erklären? Wie kommt hier Ziegenkäse hin? Ziegenkäse! Komm hier einfach raus, das wäre cool, danke. Ziegenkäse! Weißt du, dass wir hier sind? Potenziell. Oha. Guck mal, das kann ich auch. Ah, ich kann also auch blocken. Geht das also doch in diesem Spiel, wenn man Q drückt? Anscheinend doch nicht. Warum greift der Hund die Frau an? Oder ist das ein Wolf? Das ist ein Bergpuma oder sowas. Nee, was ist denn das? Ein Luchs? Ein Werwolf? Wer ist er denn? Wie war das mit, sie kommen nicht alleine? Jetzt hätte ich gerade fast einen rassistischen Witz gebracht. Aber sowas tun wir ja nicht. Weil Rassismus ist ihm ja falsch. Also gegenüber Russen! Nein, auch gegenüber Russen ist Rassismus immer falsch.
Moment, ich muss kurz an meine Lippe rumkauen. Die flaken nämlich schon wieder. Eventuell nicht rumbrüllen, aber soll ich tun, sondern vielleicht dich wehren. Das heilende, ach, klingt sehr merkwürdig. Hat sie mich gerade Vogelmensch genannt? Die Wunde ist tief. Ich hoffe, wenigstens eine Person versteht, worauf ich anspiele. Wenn nicht, wäre das considered a dick move in Birdman Culture. Ja, so, ich habe mir gerade einen schönen Kakao gemacht. Ich habe eben noch Division mit Le Jens gespielt. Da haben wir mir erstmal und ihm auch den exotischen Rucksack besorgt, der für mich zweimal gedroppt ist und für ihn keinmal. Ich habe ihm gerne meinen zweiten gegeben. Dann haben wir ihm noch die LMG besorgt. Die ist für mich leider nicht gedroppt. Aber ich muss jetzt aufnehmen und ich habe auch Bock darauf tatsächlich. Verlassenen Minen mit den glänzenden Schatten. Deswegen muss er jetzt erstmal alleine weiterkommen. Also erst lockt sie mich zu Haien und jetzt lockt sie mich zu Banditen. Potenziell, wenn das da vorne rechts geht. Ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Oh, die habe ich ja gar nicht gesehen. Darfst da gerne runter. Weil wir haben ihr gesagt, dass wir ihr Perlen und glänzende Steine besorgen, oder? Es war nicht, dass sie gesagt hat, dass sie das von uns haben will. Wenn ich mich ganz recht entsinne. Ich kann mich auch irren. Ich habe Perlen und glänzende Steine. Jetzt zurück zu dem kleinen Mädchen. Da, Gott. MC McBlindfish. Warum ist hier niemand? Oh, fast. Nochmal. Ich sehe dich. Ah, schmier zur Seite, komm. Auch noch ein bisschen. Ja, stell ich einmal gut hin. Ich komme hier gerade nicht weg. Was war denn das jetzt schon wieder? Das war gut. So, jetzt sollen wir uns mit dem kleinen Mail treffen. Währenddessen rühre ich mal meinen Kakao ein bisschen generisch um. Generisch? Manchmal benutze ich einfach große Worte, um irgendwie photosynthetisch zu erscheinen. Geht's euch denn gut? Habt ihr euch was erlebt? Das Mädchen und ihre Freunde. Sie ist früher gekommen, als ich gedacht hätte. Oh, Matteo, steck das nicht in dein Haar. Du siehst albern aus. Das sind ihre Freunde? Ist sie vielleicht ein bisschen dumm? Kann es sein, dass du dumm bist? Söldner, du kommst gerade recht. Meine Freunde sind endlich da. Ich sehe hier niemanden außer uns. Was? Dummer Söldner, siehst du sie nicht? Sie sind gleich da drüben. Der auf der linken Seite ist Theo und die auf der rechten Seite ist Erla. Deine Freunde? Sie bestehen aus Ton. Wie können das deine Freunde sein? Wie meinst du das? Das sind meine Freunde. Ich habe sie gemacht. Ich weiß, dass du sie gemacht hast, aber... Martha meinte, ich soll mir Freunde machen und das habe ich.
Aber so macht man sich keine Freunde. Sag deiner Martha... Ich kann nicht. Sie ist tot, Söldner. Martha ist tot. Sie ging zu den Piraten und hat versprochen, so viele Drachmen mitzubringen, dass wir darin schwimmen können. Aber eines Tages ist sie zurückgekommen, Söldner. Ihr weißer Lieblingschiton war ganz rot. Und sie sagte, ich soll für mich selbst sorgen und mir Freunde machen. Aber ich hatte doch noch nie Freunde. Ich wusste nicht, was sie meinte. Und dann habe ich ganz, ganz doll nachgedacht und mir Freunde aus Ton gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht? Martha ist doch nicht böse auf mich, oder? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein, Kleine, nein. Das war sehr gut. Deine Martha wäre stolz auf dich. Freunde gibt es in allen Formen und Größen. Ich habe einen Adler und er ist ein guter Freund von mir. Oh, wirklich? Das ist so toll. Bitteschön, Geschenke für deine Freunde, wie versprochen. Warum legst du sie ihnen nicht mal an? Es gefällt ihnen bestimmt. Danke, Söldner. Du bist der Beste. Das werde ich jetzt sofort machen. Es tut mir leid, Kleine. Ich konnte dir nicht das Herz brechen, auch wenn es gut für dich wäre. Wir haben ein Schmutzstück bekommen. Und Erfahrung. Ja, sowas ist halt nicht so ganz leicht. Wo sind denn die? Die sind doch hier, ne? Nee, da. Schmutzstück. Die Schmutzstücke sind so schön, wie sie klingen. Das verkaufen wir einfach so für 300 Gülden. Ja, komm, gib ab hier. Drachmen, nicht Gülden. Wir sind mittlerweile schon Rang 6. Wobei, ist das schon. Das heißt, dass es noch 5 Ränge darüber gibt. Aber... Können wir uns auch nochmal angucken. Ja, es tut mir so ein bisschen leid für die Kleine. So, ihr dann zu sagen, ey, bist du einfach kurz mit Sugar? Ich hätte das, wie immer, ein bisschen anders gelöst. Aber ich muss halt mit den Optionen, die ich habe, irgendwie umgehen. Ich sollte später mal nach ihr sehen. Ich sollte später mal nach ihr sehen. Ich wollte gerade sagen, ihr macht einen Flachkörper davor, ey. So. Lass mich aber in Ruhe. Ja, ein Kakao ist... Ich kann auf viele Sachen verzichten, wirklich. Aber Kakao ist was, das möchte ich nicht vermissen. Wenn die Apokalypse kommt, hole ich mir ungelogen einfach 30 Packungen Nesquik und ab geht's. Wir sehen uns dann bei der Auswahlzeremonie, meine Damen. Vor allem hoffe ich, dass du kommst. Lass mich raten, er ist reich. Das ist Aetios, der Spross der einflussreichsten Familie auf Theos. Und morgen ist die Zeremonie zur Wahl seiner Gemahlin. Ich brauche Eros Segen, damit er mich wählt. Du willst sein Vermögen heiraten. Nein, meine Liebe gilt Aetios, nicht seinem Reichtum. Selbst wenn deine Liebe für ihn wirklich echt ist, haben die Drachmen sie verstärkt. Nein, ich liebe ihn wirklich. Du solltest lieber beten, wie alle anderen auch. Nein, ich muss ihm auffallen. Wenn ich dasselbe mache wie alle anderen, werden mich weder Eros noch Aetios erwählen. Ich muss etwas tun. Egal was. Sesam. Irgendwas? Ja, egal was. Eros? Bitte. Seine Ohren sind taub vom Geplapper dieser Frauen. Lass mich helfen. Ich bin eine Hexe der Hekate, der Göttin der Zauberei und Magie. Ich habe das Richtige für dich. Einen Liebestrank.
Lächerlich. Liebestränke sind ein Mythos. Ich kaufe ihn dir ab. Bitte, verkauf ihn mir und lass es die anderen nicht hören. Ich brauche dein Geld nicht. Ich verkünde Hekates Werk kostenlos. Aber ein Liebestrank wird für den Kunden maßgeschneidert. Ich muss ihn erst brauen. Nur für dich. Und sobald der letzte Tropfen deine süße Kehle benetzt hat, strahlst du eine pure, unwiderstehliche Schönheit aus. Aetios wird sich sofort in dich verlieben. Zuerst brauchen wir zwei Dinge. Ein Fass vom besten Wein und ein paar wilde Pilze. Wo kann ich das auf der Erde finden? Ich bin sicher, der Söldner wird es dir gerne besorgen. Bitte, Söldner, bitte, du musst mir helfen. Im Namen der Liebe und für einen Haufen Geld. Ich gebe dir alles, was ich habe. Wenn Aetios mich wählt, werde ich dir sogar noch mehr geben. Schön. Ich besorge dir die Zutaten für deinen Liebestrank. Das reicht. Ich werde alles besorgen. Exzellent. Triff uns beim Tempel auf dem Hügel, wenn du fertig bist. An der Stelle werden wir aber einen Cut setzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis bald.